du fertig los. Also, guten Abend miteinander. Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem heutigen Livestream, unserem Montagabendkurs für Schweizerdeutsch. Sind ihr alle parat? Ich hoffe, ihr seid fit. Ihr habt vielleicht einen Kaffee parat gemacht. Ja, dass ihr da mit mir könnt anstossen. Wobei, mit Kaffee tut man nicht anstossen. Das ist mehr mit Wein. Hallo Patrick, hallo Cari, hallo Charles, hallo Octavio, hallo Giedere. Und alle anderen, die sich noch nicht gemeldet haben. Hallo Guang. Heute geht es ums Käffele. Ja, wir haben ein spezielles Verb, Schweizerdeutsch, das heisst zusammen Kaffee trinken oder eine Kaffeepause machen. Wenn du Kaffee trinkst, dann kannst du käffeln. Käffeln. Also, ich gehe manchmal zu meiner Nachbarin käffeln. Ja. Ich bin eine Kaffeetante, könnte man sagen. Eine Kaffeetante. Ja, jetzt könnten wir zusammen käffeln. Also, wenn ihr ein Kaffee parat gemacht habt, dann können wir zusammen käffeln. Aber am Anfang, wenn wir ein bisschen wiederholen von letzter Woche, ja, where were you last Thursday? Könnt ihr das schreiben, die Frage auf Deutsch, und ihr könnt vielleicht auch gerade antworten. Was habt ihr denn gemacht? Wo sind ihr gsi? Hallo Nancy. Hallo Lovely. Wie ist das auf Schweizerdeutsch? Mögt ihr euch noch erinnern? Also da ist ein Hund und er ist gearbeitet an dem Tag. Und was habt ihr gemacht? Genau, wo bist du letzten Dienstag? Oder da Thursday, das wäre Donnerstag. Genau, Sophie, wo bist du letzten Donnerstag gewesen? Ist es ein bisschen besser, wenn wir das Verb am Schluss tun, aber auf Schweizerdeutsch ist es nicht so strikt wie Hochdeutsch. Also du kannst auch sagen, wo bist du am Dienstag oder am Donnerstag oder am Freitag, ja. Also man kann fragen, wo bist du, und dann merkt man, aha, sie versteht nicht, wann, wie, wo, was. Sie schaut, am Dienstag, aha, am Dienstag, okay. Am Donnerstag bist du arbeiten, Kari. Genau, am Donnerstag bist du arbeiten. Das ist ein normaler Arbeitstag, oder? In der Woche. Viele von uns arbeiten. Wo bist du letzten Donnerstag gewesen? Dann um Zeit fragen. Ja, zum Beispiel ich. Was habe ich? Ich hatte am 6. Lektion. Ich war daheim. Oh, Guang, du bist am Donnerstag ins Tessin klettern. Also, du hast den Tag frei genommen. Und du bist auf die Leutsch gegangen. Also, du bist nicht arbeiten, sondern du bist einfach auswärts gegangen. Bist klettern, deinem Hobby nachgegangen. Genau, du kannst fragen, Patrick, wo bist du am Donnerstag am 6. gsi? Oder wo bist du heute am 6. gsi? Oder einfach, wo bist du am 6. gsi? Ja, wir haben zu Nacht gegessen. Und wo bist du gsi? Wieso bist du nicht gekommen? Dann, the day before yesterday. Wisst ihr noch, wie das hat geheissen auf Schweizerdeutsch? Ganz kurz und bündig. Es ist viel weniger kompliziert zu erklären als auf Englisch. Hallo Naomi. Wo sind ihr gewesen? Also gestern war Sonntag und dann vorher war Samstag gewesen. Wo sind ihr am Samstag gewesen? Am Samstag bin ich einkaufen, traditionellerweise. Am Sonntag haben wir ein grosses Fest, eine grosse Einladung mit meiner Familie. Und dann
wir haben Geburtstag gefeiert. Also wir mussten einkaufen und kochen und putzen und alles parat machen am Samstag. Wo bist du vorgestern gewesen? Genau, Patrick. Vorgestern. Und dann als letztes, das ist die Wiederholung von heute, von dem ersten Filmli. Oh. Nancy, du hast gute Neuigkeiten. Die Verlobte von deinem Sohn ist endlich in die USA gekommen. Sie ist aus Peru und sie hat endlich in die USA einreisen. Ja. Und dann ist sie sehr wahrscheinlich bei euch daheim oder deinen Sohn kann sie sehen und du kannst sie sehen. Das ist super. Also, alles ist gut. Gute Nachrichten von der Nancy. Vorgestern warst du im Sommerhaus. Ich war Kari. Super, du hast ein Sommerhaus und sehr wahrscheinlich musst du das vielleicht ein bisschen instand stellen. Ja, am Anfang der Saison könnt ihr wieder ins Sommerhaus gehen. Super. Du brauchst einen Kaffee. Ein Kaffee, es ist verschieden auf Schweizerdeutsch. Ich brauche einen Kaffee, auf Hochdeutsch. Ich brauche Kaffee, ich sage, ich brauche einen Kaffee. Vielleicht wegen dem Tassli, ein Tassli Kaffee, ein Kaffee. Das ist nicht ganz so eindeutig auf Schweizerdeutsch. Man hört verschiedene Sachen. Also, ich brauche einen Kaffee, kann man sagen, ich brauche einen Kaffee. Genau, lovely. Was braucht ihr, wenn ihr ein bisschen Kick braucht und Energie braucht? Was nehmt ihr? Das ist du. Ich muss ein bisschen schneller machen, sonst kommen wir nachher nicht fertig. Du brauchst einen Tee. Dann er braucht seine Milch. Zum Beispiel ein Baby, es braucht seine Milch am Abend vor mein Bett gehen. Es braucht eine Schoppe, das ist die Flasche mit dem Gummi vordran zum Trinken. Du hast gerne eine Schale, genau. Du brauchst Vitamine, Patrick. Du nimmst einen Vitamindrink, vielleicht einfach Brausetabletten, Vitamine oder vielleicht machst du irgendetwas selber. Du brauchst einen Tee. Was ist eine Schale? Genau, eine Schale. Ah, das ist ein Milchkaffee. Also wenn du ins Restaurant gehst und eine Schale bestellst, dann kommst du ein Milchkaffee über. Und sie braucht ein Bierli. Ein Bier oder ein Bierli. Kaffee mit Milch. Naomi, ich brauche einen Schwarztee am Morgen. Am Morgen brauche ich einen Schwarztee zum Wachwerden, einen starken Tee. Ja, und wir brauchen zu viel Zucker vielleicht. Wir brauchen Zucker. Das gibt auch Energiezucker. Und dann Yerba Mate. Ihr braucht Yerba Mate. Oder eine Argentinerin hat uns erklärt, man sagt eigentlich nur Mate. Yerba, das sind auch Drogen, so Kräuter in Argentinien. Also in Argentinien sagen sie nur Mate. Ihr braucht Yerba Mate. Octavio, du trinkst Kaffee mit Milch. Du trinkst auch einen Milchkaffee zum Morgen. Mhm. Oder einfach sonst, jedes Mal, nicht nur zum Morgen. Wir brauchen ein Bierli. Ah, Karin, du und deine Mann, ihr braucht ein Bierli. Am Feierabend, so zum Entspannen. Und sie brauchen Grüntee. Sie brauchen ein Tee. Ein Grüntee. Es ist früh am Morgen. Das ist unsere kleine Geschichte.
Wie ist es mit dem Kaffee bei euch? Nehmt ihr auch schon am Morgen früh eine Tasse Kaffee? Ihr seht da die Frau, oder es könnte auch ein Mann sein, die ist absolut noch verschlafen, ganz verschlafen. Sie ist noch nicht richtig wach und sie trifft nicht einmal die Tasse mit dem Kaffee. Das ist eine kleinere Katastrophe. Es ist früh am Morgen. Octavio, du brauchst auch ein Bierli. Meinst du das? Tust du auf Kari ihren Text antworten? Es ist Zeit für einen Kaffee. Es ist Zeit für einen Kaffee. Oder am Morgen ist es Zeit für einen Orangensaft vielleicht. Genau, Patrick, Bierli ist gut, sind gut, aber es ist nicht gut, den Tag zu starten mit einem Bier. Das wäre sehr wahrscheinlich fatal, wenn man schon am Morgen früh anfängt, Bierli zu trinken, ist das ein schlechtes Zeichen. Wow, Kari, du trinkst deinen Kaffee im Bett. Sehr wahrscheinlich hast du einen Mann, der dir den Kaffee serviert. Lovely, du trinkst auch immer Kaffee am Morgen. Also, ich brauche immer einen Kaffee am Morgen. Das stimmt zwar nicht, ich selber bin nicht unbedingt so ein Kaffee-Fan. Ich kann auch gut leben ohne Kaffee. Normalerweise trinke ich am Morgen eine Schale. Also ich habe gerne eine Schale, ich habe gerne einen Milchkaffee. Vor allem, wenn es schnell muss gehen und das Kaffee heiß ist, wenn man dann ein bisschen Milch drin tut, dann kann man es besser trinken. Dann ist es nicht ganz so heiß. Ja, also ich trinke gerne einen Kaffee mit Milch, ab und zu auch schwarz. Aber mein zweiter Kaffee trinke ich nach dem Mittag. Trinkt ihr auch ein zweites Kaffee? Da haben wir eine Frau, die schnell zur Arbeit geht. Vielleicht ist sie mit dem Velo gefahren und jetzt rennt sie ins Büro. Und sie hat ihre Kaffeetasse schon dabei. Patrick, du brauchst manchmal ein Espresso. Und Schale hast du nicht so gern. Also du hast lieber ein richtiges Kaffee mit richtigem, festem Geschmack, starkem Kaffeegeschmack. Eins, das dir einen Kick gibt, ja, und dann viel Energie liefert. Sophie, du müsstest ein bisschen einen kleinen, längeren Kontext schreiben, anstatt nur M. M, das ist sehr wahrscheinlich nach dem Kaffee fange ich an zu arbeiten. Also after wäre ich nach und ein Dativartikel dem wäre ich M. Genau. Nach dem Mittag, also nach ist after und das ist Mittag, aber im Dativ ist es nach dem Mittag. Nach dem Mittagessen. Lovely, du hast auch gerne pure Kaffee, ohne Zucker und ohne Milch. In England, wo ich war, haben sie immer gesagt, wobei das mit Tee war, haben sie immer gesagt, nein, ich bin süß genug, ich brauche keinen Zucker. Also du bist eine Süße. Du bist süß genug. Ah ja, Naomi, du bist Engländerin. Du trinkst auch mehr Schwarztee als Kaffee. Charles, du fragst noch oder nach oder nach? Also, noch, ich habe noch keinen Kaffee gehabt. Das stimmt zwar nicht, aber noch ist noch nicht. Oder noch. Aber nach, das ist so zwischen A und O, nicht nach und nicht noch, sondern nach,
Das ist nach dem Kaffee oder nach dem Mittagessen. Nach. Ja? Und noch ist noch. Auf Hochdeutsch. Kommst du raus? Also, nach dem Mittag trinke ich noch einen Kaffee. Und dann gehe ich arbeiten. Ah, Nancy, du nimmst ein Espresso mit heißer Milch, dass dann nachher der Kaffee nicht zu kalt ist, wenn du kalte Milch drin tust. Genau. Oh, Christina, du nimmst Kaffee ohne Zucker, aber mit Milchpulver. Milchpulver, für das brauchst du keinen Kühlschrank. Das kannst du immer gerade drin tun. Ja. Vielleicht, wenn du keinen Kühlschrank hast in der Nähe oder so, dann ist es praktischer, wenn du Milchpulver brauchst. Oder so kleine Kaffeerämli gibt es doch auch, wo man Kaffeerämli drin tun kann. Also, machen wir mal weiter. Okay, da, ich habe meinen Kaffee gehabt. Habt ihr euren Kaffee schon gehabt? Und wie viel habt ihr gehabt? Oder trinkt ihr andere Sachen? Ihr könnt mir immer noch schreiben. Ich fühle mich grossartig. Nancy, Pulver ist, wenn es trockene Milch ist. Wenn du nur so wie Mehl, so ganz Puder hast. Pulver. Milchpulver. Also das ist Trockenmilch, so quasi ohne Wasser, ohne Flüssigkeit. Ja, also das hat man getrocknet. Ich fühle mich grossartig. Manchmal fühle ich mich fast grossartig, wenn ich zu spät noch einen Tee, Schwarztee trinke oder einen Kaffee. Dann fühle ich mich grossartig am Abend und habe keine Lust ins Bett zu gehen. Ich muss jetzt arbeiten. Oh, das ist, glaube ich, das falsche Bild. Ich muss arbeiten. Ich kann mir ein Leben ohne Kaffee nicht vorstellen. Kaffee, das ist eine grosse Wissenschaft, wie man den richtigen Kaffee macht und es ein guter Geschmack ist und alles. Ja. Könnt ihr euch ein Leben ohne Kaffee vorstellen? Ist das möglich? Oder ist das nicht möglich? Wie ist das bei euch? Ich brauche Kaffee, um zu arbeiten. Ohne Kaffee geht nichts. Ohne Kaffee ist Flaute. Habe ich keine Energie. Wie ist das bei euch? Braucht ihr auch Kaffee, um zu arbeiten? Oder könnt ihr euch vorstellen, ohne Kaffee zu leben? Patrick, du kannst dir ein Leben ohne Reis vorstellen. Ja, Reis ist zwar ein Grundnahrungsmittel. Ich glaube, dann hätten viele Menschen Probleme mit Überleben ohne Reis. Aber vielleicht hast du selber persönlich nicht so gerne Reis. Lovely, das bist du. Du kannst auch nicht leben ohne Kaffee. Du hast gern Reis. Ja, Patrick. Naomi, du meinst, ohne Tee-In oder Kaffee-In geht nichts. Irgendetwas muss es geben. Das ist manchmal schon praktisch, wenn es etwas gibt. Aber ich glaube, es wäre auch gut, einfach nur einen Apfel zu essen oder ein Rüebli, ein knackiges Rüebli. Kari, du meinst, alles ist möglich, aber nicht unbedingt erstrebenswert oder wünschenswert. Genau, wünschbar, es ist, es wäre ein bisschen ärmer, ein Leben ohne Kaffee. Können ist für können, genau, Charles. Können. Ich kann, du kannst, er kann. Wir können, ihr könnt, sie könnt. Was braucht ihr zum besser arbeiten? Oder zum schneller arbeiten, effektiver arbeiten? Also,
jetzt gehen wir zum nächsten Bild. Es ist Zeit für eine Kaffeepause. Da sind Arbeiter, die gerade eine Pause machen. Sie sind Bauarbeiter und ich denke, sie können nicht den ganzen Tag pausenlos arbeiten. Wünschenswert, Kari. Erstrebenswert oder wünschenswert. Oh, Christina, du brauchst Zeitdruck, zum schneller zu arbeiten. Danach hat man Prioritäten und tack, tack, tack. Tut sehr effizient arbeiten. Frische Luft ist auch gut. Eben Pause machen ist wichtig. Mache dir genug Pause. Mein Mann schimpft immer mit mir und sagt, Katrin, du machst zu wenig Pause. du musst aufstehen, dich bewegen. Zeitdruck, genau. Wünschenswert. Genau. Man muss ja vielleicht nicht unbedingt eine Kaffeepause machen. Man kann auch sonst eine Pause machen. Die Männer nehmen vielleicht Kaffee mit in ihrem Thermos, dass sie auch eine Kaffeepause machen können und ein bisschen Energie bekommen. Oder dass sie etwas Warmes trinken können, wenn es draußen kalt ist. Das ist auch wichtig. Ein warmer Tee vielleicht oder so. Genau. Kann ich noch ein bisschen Kaffee haben, bitte? Ja, das brauche ich jetzt wirklich. Das, jetzt habe ich gerade so ein bisschen schwierige Zeit, ein Down. Jetzt bin ich gerade ein bisschen down, energielos. Ja, jetzt, ich habe es ist ein schwieriger Tag heute. Vielleicht Wetterkonditionen sind schwierig oder alle Leute wollen etwas von mir oder manchmal hat man einfach so schwierige Tage, manchmal hat man strenge Tage, wo man sehr viel muss arbeiten und sehr streng hat. Es ist nicht immer einfach alles so cool und gut und locker, wie man gerne hätte. Ja, wie war euer Tag heute gewesen? Habt ihr auch einen guten Tag gehabt oder einen strengen Tag oder einen schwierigen Tag, schwierige Probleme? Habt ihr vielleicht einen Power-Nook gebraucht? Das ist so ein bisschen modernere Art für ein Schläfli. also, wenn man gerade schlafen geht, ein bisschen ablegen, 15 Minuten, eine halbe Stunde oder so, ablegen, dann können wir sagen, ich mache Power Nook. Ja, manchmal ist das vielleicht besser, als wenn man zu viel Kaffee trinkt. Patrick, du hast einen guten Tag gehabt, wunderbar. Oder mache dir manchmal ein Mittagsschläfli, die alte Version für Power Nook. Oder viele Leute gehen nach dem Mittag ein bisschen ablegen. Und sie machen das Mittagsschläfli oder die Kinder auch, die müssen ein Mittagsschläfli machen oder ein Vormittagsschläfli. Ah, Kari, super, ihr habt heute einen Tag frei gehabt. Ihr habt einen Viertig gehabt. Ihr habt den norwegischen Nationalviertig gehabt. Also, ich wünsche euch alles Gute. Gratulation zu eurem Nationalviertig und geniesst noch den schönen Tag. Den Rest. Naomi, bei dir war nicht so streng. Und das ist gut. Machst du lieber ein Mittagsschläfli oder trinkst du lieber einen Kaffee? Ich merke manchmal, wenn ich Lektionen habe, direkt nach dem Mittagessen, dann kämpfe ich mit dem Schlaf, wenn ich keinen Kaffee oder keinen Tee habe. Viertig ist, Patrick, auf Hochdeutsch ein Feiertag, also so quasi übersetzt auf Englisch Celebration Day. Also das ist, wenn man frei hat, weil man irgendein spezielles Fest feiert. Und darum hat man einen
Tag frei. Zum Beispiel letzten Donnerstag war Auffahrt. Das ist ein Viertag in der Schweiz. Und ich glaube, die meisten Leute haben frei gehabt. Und dann am Freitag war kein Viertag. Am Freitag war ein normaler Tag, aber viele Leute haben frei gemacht, dass sie dann ein langes Wochenende haben. Ja, also nur der Donnerstag war ein Viertag. Nicht jeder freie Tag ist ein Viertag. Ein Viertag, dort hat man wirklich etwas zum Feiern, zu celebrate. Genau, Charles, du hast die erste Lektion mit mir gehabt, das ist super. Ich habe keine Zeit für ein Mittagsschläfchen. Ich habe keine Zeit zum Schlafen. Vom Morgen früh bis am Abend spät bin ich auf meinen Beinen und arbeite und entweder daheim im Haus oder bei der Arbeit. Ja, ich habe keine Zeit für ein Mittagsschläfchen. Und wenn man einmal absitzt, ist es vielleicht schwieriger, wieder aufzustehen. Ja, wenn man eine Pause macht, ist es schwieriger, wieder anzufangen zu arbeiten. Wie du willst. Ja, wie du willst. Was du gerne hast, ist ja gleich. Ja. Wenn du willst, kannst du auch noch einen Kaffee haben. Viertig. Kari, ich würde mit zwei einschreiben, nicht IE, weil auf Schweizerdeutsch haben wir viel IE-Laut. Also lieb, leicht. Und darum würde ich es nur mit einschreiben. Es ist wieder Zeit für eine Kaffeepause. Kommst du mit mir Kaffee? Manchmal ist es schön, wenn man eine Kollegin oder einen Kollegen mitnehmen kann in die Kaffeepause. Und dann nachher kann man miteinander ein bisschen reden. Das gehört zum Kaffee dazu, oder? Dass man ein bisschen tratschen kann, miteinander den neuesten Klatsch austauschen, sagen, wer mit wem geht, was passiert und so weiter. Ja. Das ist der soziale Aspekt des Käfelen ist sehr wichtig. Ich kann zwar schon allein käfelen, aber meistens tut man mit anderen käfelen, mit anderen Leuten. Oder häufig denkt man an Frauen, die käfelen. Vielleicht auch Hausfrauen, die sich besuchen, weil sie nichts anderes zu tun haben. Trinkst du deinen Kaffee mit Milch und mit Zucker oder ohne? Oder trinkst du deinen Tee mit Milch und Zucker? Zum Beispiel, Naomi, du trinkst ja Tee. Ich habe gerade vorher für unseren schottischen Freund einen Tee gemacht mit Milch und Honig. Ist das auch Englisch? Und wir haben gelacht, das ist ein schottisches Tee. Patrick, du tust gerne mit anderen Leuten käfeln, aber draussen ist besser. Also du bist lieber draussen, du gehst nicht zu ihnen heim, sondern vielleicht auf dem Balkon, auf der Terrasse oder in einem Restaurant. Und ohne Zucker. Trinkst du ein Espresso? Ich muss sagen, ich trinke praktisch nie Espresso. Naomi, du nimmst nur Milch in deinen Tee, ohne Honig. Leute sind Leute, also people. Mit anderen Leuten zusammen Kaffee trinken. Nicht allein. Nein, danke, ich habe schon genug gepäuselt. Also, Päuseln, das ist so ein sehr ähnliches Wort wie Kaffee. Käfele, das ist so eine schweizerdeutsche Wortbildung. Wir machen ein Verb aus dem Nomen Pause. Also, wir müssen ein bisschen päuseln. Das heisst, wir müssen eine Pause machen. Solche Verben brauchen wir sehr häufig im Umgang mit Kindern. Ja, wenn wir zu Kindern reden. Die Kinder badeln anstatt baden. Wenn ich sage, ich gehe baden,
Jetzt sage ich, oh komm, wir tun noch schnell baden und dann tun wir die Bischele und dann kannst du ins Bett schlöfeln. Ja? Päuseln ist eine Pause machen, baden ist ein Bad nehmen und Bischele ist das Pyjama anziehen und dann kannst du schlöfeln. Also wir haben schon genug päuselt. Päuseln ist eine Pause machen, eine kleine Pause machen. Aber eben solche Verben, also käfeln ist so sicher auch für Erwachsene, aber häufig, wenn man mit Kindern redet, dann ist es so herzig, so schön süß und so päuseln, schläfeln. Ich sage von mir, ich tue schlafen. Aber zum Kind sage ich, komm, wir gehen schläfeln. Ich muss wieder an die Arbeit. Ich muss wieder arbeiten. Oh, es ist schon halb. Sonst mag ich bis am Feierabend nicht fertig. Ja, fertig mögen. Sonst habe ich Kapazität nicht oder Zeit nicht, um alles zu machen, was ich heute noch machen will. Und Feierabend, kennt ihr das schon? Das ist, wenn du Feierabend hast, das ist die Zeit, wo du fertig hast mit Arbeiten. Wo du heimgehst, wenn du im Büro bist zum Beispiel. Oder wenn du daheim bist und Homeoffice machst, dann ist das zum Beispiel 5 Uhr. Wenn du bis am 5 Uhr arbeitest, dann kannst du sagen, ich habe am 5 Uhr Feierabend. Und nachher kann ich dir anrufen oder nachher können wir uns treffen. Nachher habe ich Zeit für dich. Genau, Naomi, baden oder schlafen. Einfach noch mit Umlaut, das ist wichtig. Okay, ich glaube, das war es für heute. Da haben wir noch Fragen zum Kaffee, aber ich glaube, wir haben die auch schon beantwortet jetzt während dem Livestream. Die auf die Homepage gehen jetzt mit uns chatten auf Zoom, die können sich da einloggen. Auch die anderen während nach der Lektion, während der Woche, dann euch einloggen, dann die alten Lektionen noch einmal anschauen und hören, dann die laut wiederholen. Und die Leute, die die iPhone-Applikation haben, die können da auf Previous Lessons gehen. Dort sehen sie später auch die Filme, die schon gewesen sind, die Livestreams, die wir schon gemacht haben. Also nicht vergessen. Und ich sage euch jetzt Tschüss. Ich hoffe, es kommen viele noch auf Zoom-Meeting unter dem Livestream habt ihr den Link für das Zoom-Meeting. Ich tue jetzt auch gerade einloggen. Und dann können wir das zusammen noch ein bisschen reden, zusammen noch ein bisschen üben, reden, Fragen stellen. Und ja, ich glaube, wir haben es immer lustig, oder? Es sind einige von euch, die regelmässig kommen. Die anderen, vielleicht habt ihr einmal den Mut, auch reinzuschauen und mit uns ein bisschen zu reden live. Das wäre cool. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen, schöne Woche.